Meine Damen und Herren, es ist passiert. Ich weiß nicht, woran es lag. Eine Folge ist komplett verloren. Ich habe die Aufnahme gestartet, den Run fortgesetzt und beendet. Ich schalte zurück auf dem Bildschirm auf den Aufnahmecomputer. Und was ist? Alles weg. Das ist schade, der Run war ziemlich spannend bis zum Schluss. Ich bin dem Boss begegnet, des zweiten Biomes. Und leider werdet ihr das nie in Erfahrung bringen. Nie sehen, hören. Es ist auf alle Zeit verloren. Naja, das ist schade, aber ich habe ihn immerhin nicht besiegt, sodass kein großer Story-Fortschritt jetzt verloren gegangen ist. Ich war kurz davor, es war so knapp, Leute, wirklich. Der hatte auch drei Phasen. Drei Phasen hatte der Gegner. Und zweieinhalb habe ich geschafft. Und kurz vor Schluss, also wirklich, es war nur noch so ein Drittel seiner Energie da, hat mich eine seiner Spezialattacken mehrfach gepackt. Und mich dahin gerafft. Zu eurem Vorteil, möchte ich mal sagen. Ja, ich finde das gerade ein bisschen bitter, weil ich es wirklich soeben erst bemerkt habe. Aber jetzt ist es so. Das ist echt schade. Okay, immerhin ist dann jetzt auch das neueste Update installiert und wir haben die aktuellste Fassung, mit der wir spielen. Und wir starten einen nägelnagelneuen Run in dieser Folge. Das ist böse. Der letzte Run lief tatsächlich über zweieinhalb Folgen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich bemühe mich darum, alles, aber auch alles aufzudecken, bevor ich ins nächste Biom gehe. Ich will gewappnet sein für alles, was kommt. So, die Aufnahme läuft. Der Blick, Kontrollblick, stellt das gerade auch sicher. Ich werde trotz dieses Vorhabens, dass ich alles aufdecken möchte und alles entdecken möchte, so nach etwa einer Dreiviertelstunde, Stunde natürlich wieder so einen Folgenschnitt machen, damit es ein bisschen leichter zu konsumieren ist. Aber ich starte jetzt einfach mal. Okay. Einmal kurz schütteln, weil das gerade echt ärgerlich war. Es war so eine Dreiviertelstunde lang. Dreiviertelstunde, Stunde. Mit wahnsinnigem Run. Hier, ich glaube. Genau, wir können es auch nochmal sehen. Das ist schade. Daten der letzten Stunde. 33 Gegner eliminiert. Zum Schluss ist natürlich den Boss nicht. Fehlfunktion keine. Obolit gesammelt. Ich hatte mich nochmal aufgemacht, Obolit zu finden, um mir den Astronaut zu kaufen, um den Boss zu schaffen. Gegebenenfalls auch mit der Wiederbelebung. Aber nun, das ist es jetzt halt. Was wir jetzt noch nicht ausprobiert haben, ist diese tägliche Herausforderung. Das können wir uns ja jetzt mal vornehmen. Was sagt sie? Was möchte sie? Okay, tägliche Herausforderung. Überwucherte Ruinen. Misst dich mit anderen Scouts in einem Einzelbiomlauf. Du hast eine Chance, eine Punktzahl zu erzielen. Vorhandener Fortschritt geht verloren. Herausforderungsmodifizierer. Nahkampfreichweite erweitert. Das Aufsammeln von Gegenständen bewirkt aber Schaden. Und mit der Waffe Spuckmaulblaster. Ach so, okay. Diese Herausforderung sagt, fordert quasi einen Run durch die Ruinen. Nee, das möchte ich jetzt eigentlich nicht, weil ich möchte in der Story weiterkommen. Auch wenn, guck mal, die Waffe ganz schön interessant da aussieht mit Säurewolken, was auch immer das ist. Kritisches Taumeln ist auch neu und die sind auch auf höherem Level.
Das gucke ich mir ein andermal an. Ich möchte jetzt gerne weiter. Kurzer Blick nochmal, dass die Aufnahme läuft. Ja, sie läuft. Ding war beim letzten Mal, ich habe sie gestartet und nicht gesehen, dass überhaupt gar nicht erst die Aufzeichnung wirklich lief. Ich habe gar nicht drauf geachtet. So. Nun denn. Auf in den Kampf. Wir haben eine Handfeuerwaffe mit Zielsuchraketen. Geht gut los hier. Naja, ein Schuss am Anfang. Kann ich verkraften. Kann ich immer verkraften, aber... Es ärgert. Und ich muss direkt von Anfang an darauf achten, Oboli zu sammeln, wo es nur geht. Wo es nur geht, damit ich hinterher nicht nochmal durchrennen muss. Also, das wird ein sehr gründlicher Lauf hier. Denn jede Anzugerweiterung, jedes Upgrade kann von Nutzen sein. Ist besonders wichtig, wenn wir auf den zweiten Boss treffen. Oh cool. Zwei auf einmal mit dem Nahkampfangriff geplättet. Mist, ich lasse immer ein bisschen Obolit liegen, wenn ich dem nicht sofort nachgehe. Und so außer Distanz ist das immer etwas blöd. Also klar, kill ich die auf Distanz sicherer. Aber dann geht mir das Obolit flöten. Das ist nicht gut. Jetzt habe ich alles. Alle Gegner. Leistungserhöhung deaktiviert, sammle Parasiten. Das machen wir. Hey, hier sind ganz schön schon der dritte mit gelben Augen. Die dritte Statue. Ja, das hier. Ja, okay. Es scheint, als gäbe es dann eine Anzugerweiterung, mit der man irgendwie dort untertauchen kann. Und dann wie ganz normal laufen kann auf dem Grund. Handfeuerwaffe statt Sucherschwarm, Sprengschale und Abprallen. Ja, Abprallen ist auf jeden Fall gut. Sprengschale müssen wir noch ein bisschen üben. Und wo, wenn ich hier auf dem für mich erstmal einfachsten Biom. So, in den einfachsten Arealen. Da oben kommen wir, glaube ich, nicht dran. Nope. Denn das Tool, ich spoilere mal. Am Ende von Biom 2 steht
in Aussicht, dass wir das Tool bekommen, was uns dort an diese gelben Punkte ziehen kann. Deswegen ist es jetzt umso ärgerlicher nochmal, dass ich da gerade eben einerseits gescheitert bin, andererseits auch, dass die Aufnahme missglückt ist. Egal. Nicht weiter grämen, sondern weitermachen. Und wenn einem dieses Spiel was beibringt, dann weitermachen. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und schade ist natürlich, dass ihr jetzt nicht sehen konntet. Ich habe unglaublich viel gelernt, auch gerade eben wieder. Okay, Leute, ich habe jetzt die Statuen hier kaputt geschossen. Zählen die auch für den Adrenalinpegel? Ich habe auf einmal hat Adrenalinpegel 5 bekommen. Also das, dann ist es ja super lohnenswert, die Dinger alle abzuschießen. Oder? Ach so. Meine Waffe schießt auch. Ja, genau, da die Geschosse prallen ab und hat da vielleicht gerade eben am Geschosse hier da den Barbo da oben getroffen und dadurch ist gerade mein Adrenalinpegel angestiegen. Checkpoint. Nehmen wir jetzt natürlich nicht in Anspruch. Können wir auch gar nicht. Geht's jetzt hier zur Rechten weiter. Ich bin irgendwie jetzt besonders wütend und ehrgeizig, dass hier ein vernünftiger Run draus wird. Abgefahrenes Gefühl. Irgendwie so eine ganz eigenartige Form der Motivation. Ja. Gucken, wie sehr das mein Moment. Oh, das war knapp. Oh, schön blöd. Das war ja unglaublich blöd. Hä, aber ich habe noch Level 5, also anscheinend. Alles gut. Ich hatte sie nur gerade aufschreien gehört und mir gedacht, hä? So, Leistungserhöhung ist deaktiviert. Behebt oder verhindert eine Fehlfunktion und löst sich dann von selbst ab. Aber die Altfeuerabklingzeit ist um 5 Sekunden erhöht. 5 Sekunden. Okay. Ja, ich muss die Fehlfunktion loswerden. Die Frage ist jetzt. Die Altfeuerabklingzeit. Ja, gut. Also ich hatte mich ja schon gefragt. Die negative. Also wenn wir so einen Parasiten bekommen, der sich ablöst irgendwann unter gewissen Bedingungen, bleibt dann eine der Nebeneffekte, bleibt der bestehen? Ich dachte an den negativen vielleicht, aber nein. Nein. Altfeuerabklingzeit ist jetzt bei normal 0%, 0,0 Sekunden. Plus, minus. Und entsprechend ist ja alles gut. Fehlfunktion los mit dem Parasiten. Und es war genau der passende Parasit für genau diesen Fall. Lustiger Zufall. Okay, dann gucken wir uns hier mal weiter um. Ich würde den Silphium hier erstmal liegen lassen, weil ich bin gerade überhaupt nicht versehrt. Also den kleinen Pupster, den man. Hä? Habt ihr das auf der Map gesehen? Da ist irgendein Klumpen gerade runtergefallen. Das war ganz seltsam. Das ist
Naja. Das ist Harz. Das brauchen wir. Merke aber, hier haben wir noch einen großen Batzen Silphium, falls wir irgendwie auf die Fresse kriegen oder so. Ja, das ist natürlich schade. Da kommen wir nicht ran. Aber oben ist noch was, bevor es weitergeht. Lass es Harz sein. Hey, Silphium, kleines Raum. Okay, den Raum nehmen wir natürlich auch gerne mit. Karabiner mit leere Strahl. Kritischer Treffer. Warum nicht? Ah. Ich finde zwar das mit dem größeren Kaliber interessant und gut. Aber ich mag die hohe Feuerrate hier. Finde ich doch sehr, sehr, sehr gut. Okay, die sind unzerstörbar. So, deswegen finde ich auch diesen Höhlensucher total klasse. Jetzt aber erstmal hier, Gegner. Obolith sammeln, nicht vergessen. Okay, Gegner hat ein Schild. Den holen wir uns als erstes. Verfluch! Level 5 Adrenalin. Ah, schade. Was tue ich hier eigentlich? Ey. So, mein Gott. Und da ist noch ein Gegner. Hallo? Was wollte ich gerade sagen? Keine Ahnung. Egal. Ist, glaube ich, heute meine dritte Folge, die ich aufzeichne. Ich muss vorsichtig sein mit der Konzentration. Höhlensucher. Sprengschale. Level 1. Nehmen wir. Den Schlüssel. Vielleicht bewahren wir uns auch die Schlüssel aber mal auf für das zweite Biom. Hier ist zunächst mal der rote Teleporter. Ach, weißt du, nee, komm. Weg damit. Unbekanntes Artefakt. Sisse nämlich. Gegner, die dir Schaden zugefügt haben, lassen beim Sterben 50% mehr Obolith fallen. Okay, nicht verkehrt. Interessant. Und wir sind wieder fit. Na, guck. Ich liebe diese lila Geschosse, die da noch mit rauskommen. Das ist sehr cool. Gut, und ein Karabiner mit Sprengschale Level 2. Und ein Batzen Harz. So. Das war jetzt ganz schön versteckt.
Man muss auf jeden Fall nochmal gründlicher schauen, wenn man wirklich alles entdecken möchte hier. So. Okay, wir können uns schon die Anzugerweiterung holen. Mit dem Unversehrtheits-Upgrade. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Können wir nicht zerstören. Vorsicht jetzt. Okay, das kennen wir doch. Leider daneben. Egal. Ah, oh, von hinten den. Nein. Ist doch nicht zu fassen. Zur Falltür. Soll ich es wagen? Ja, wir haben schon relativ viel Obolit gesammelt. Und bekommen dafür Schildviole. Direkt mal aktivieren. Probieren's. Hiebabklingzeit erhöht. Behälter öffnen. Gegner hinterlassen beim Sterben Säurepfützen. Man sollte einen Gegenstand herstellen. Das machen wir direkt hier. Sind die Säure-Moppies schon mal weg. Und wir kriegen dafür eine Apex-Sphäre mit. Sofort Adrenalinpegel 5. Das nützen wir direkt aus. Nutzen. Und dann geht's hier nach oben. Ah, Mann. Ich will doch nur das Moped hier erstmal weg haben. Und jetzt... ist der Schild weg. Schade. So. Leute, Obolit sammeln ist es, ne? Gute Sache auf jeden Fall. Oben lauert noch irgendwas Gegnerisches. Ja. Oh. Warum hat denn der Schub da nicht geklappt? So, ich brauche Behälter. Sehen. Da wieder. Ich. Hä? Ach, ich habe ja. Stimmt. Schub Abklingzeit um 2,5 Sekunden erhöht. Ich habe schon Angst gehabt. Irgendwie ist der Controller im Eimer oder so. Okay. Ich brauche unbedingt Behälter. Da. Wahnsinn, wie das auch im. So im Flow drin ist, ne?
Gut, Anzug erhöht. Unversehrtheit. Ich habe einen Verbrauchsgegenstand. Bei dem ich in diesen lustigen Bonusraum komme. Und hier drunter ist irgendwie was. Seht ihr doch auch. Ich probiere es jetzt erstmal nicht dorthin. Ein Schlüssel. Okay, hä? Hier, da. Ich bin jetzt genau oben drüber. Da, guck dir das mal an. Eieiei, cool. Gut zu wissen, dass da mal was versteckt ist. So, jetzt aber eins nach dem anderen. Wir kommen von dort. Hier haben wir noch so einen Teleporter. Der bringt uns zu einem Schlüssel. Nicht verkehrt. Aber das war dann auch schon alles hier, was wir erreichen können und entsprechend weiter im Text, wenn wir denn uns nicht unterschmeißen. Behälter brauche ich dringend. Hier finden wir keine Behälter. Okay, und da sind wir hier. Perfekt. Überlegen wir natürlich nicht lang. Jetzt haben wir noch 62 und ja, wenn wir gründlich sind, dann kriegen wir hier vielleicht noch das ein oder andere. Zum Beispiel. Bei niedriger Unversehrtheit erhältst du plus 15% Waffenschaden. Ermöglicht einen stärkeren Nahkampfangriff. Oder die Fiole. Ja, von den dreien Artefakten hier finde ich den hier, glaube ich, sogar am interessantesten. Okay. Ja, die finde ich ein bisschen schwach, die drei Stück. Schade. Aber nein. Schön Adrenalin-Level verloren, aber wir haben ja den Verbrauchsgüter. Also alles gut. Wow. Obolit, 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 Obolit. Das ist ja massiv, was ich da immer habe liegen lassen. Wenn man so überlegt,
Also ich habe das eine ganze Zeit lang ja jetzt erstmal ignoriert. Oder beziehungsweise nicht mit bedenken können im Eifer der Gefechte. Aber es läppert sich. Das lasse ich auch noch liegen. Weil ich so kaputt nicht bin. Da ist eine Falltür. Damit ich sie nicht vergesse, nehme ich sie mir gleich. Und da haben wir drei Behälter. Haben unsere Anzugschubkraft wieder. Erstmal alle aufmachen. Perfekt. Und jetzt haben wir die freie Wahl. Höhlensucher Level 3 sieht erstmal gut aus. Karabiner Level 3 sieht gut aus. Guck mal, Blaster Level 2. Nein, wir wollen auf Level 3. Und zwar mit Horizontalbarriere der Karabiner oder mit Sprengschale der Höhlensucher. Bonusschaden 1. Bonusschaden 2. Abgehärtet ist da der Perk. Phasenprojektil. Hier. Das soll es sein. Keine Fehlfunktion mehr. Und weiter geht's. Hier noch abgrasen. Da unten ist was. Kleines Silphium nehmen wir, großes nicht. Zwei Türen mit Dreieck, eine ohne Schloss. Da ist ein Fabrikator. Was kann der? Die Eliminierung von Gegnern birgt eine Chance von 10% Unversehrtheit zu reparieren. Leider haben wir nicht genug Obolith, denn das ist echt gut. Vielleicht kommen wir da hinterher noch ran. Wohlgemerkt, wir sind nur in einem Abzweig mit Dreieckstür, die auch noch verschlossen war. Guck mal, Blaster Level 3 mit Schildbrecher, hinten Laufgeschoss. Nein, ich bleibe beim Karabiner. Ei, 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 okay. So. Sprechen wir hier also miteinander. Das ist ja interessant. Ich sollte ihm näher kommen, damit ich mir gleich Obolith ansammeln kann, wenn ich ihn habe. Jetzt nämlich. Schade, Adrenalin zurückgesetzt, aber Obolith bekommen. Wichtiger. Hier genauso. Vergessen. Okay. Yes. Die Falltür. Nehme ich direkt. Obolith. Wow. Sehr, sehr gut. Kommen hier echt gut durch. Mit viel Obolith. Ultra wichtig ist. Dann geht's jetzt hier weiter. Kleines Silphium ist okay. Bodendorn, Bodendorn, bringt mich nach vorn. Da geht die Verzweigung noch weiter, aber erst haben wir hier noch Obolith. Nehme ich mit. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Silphium, Silphium bringt mich nicht um.
Okay, okay. Die lassen noch viel Obolit liegen, ne? Ja. Ach, okay. Aber die verbuddeln sich mit der Zeit. Das sind interessante Viecher. Harz, noch höhere Gesundheit, jawohl. Handfeuerwaffe mit Schockstrom. Mm-mm. Nicht bei dem Bonusschaden, den ich gerade bei mir trage. Leistungslevel auch schon bei 3. So. Bin wütend wie der FC Bayern nach den 2 Meisterschaften von Borussia Dortmund. Einmal, weil ich es nicht geschafft habe, den zu besiegen. Zum anderen natürlich, weil die Aufnahme weg war. Hey, jetzt habe ich hier Gegner getriggert. Interessant, aber die kommen halt nicht hier hin. Vorne ist die nächste Tür. Da ist der Raum mit den 3 Wellen. Der goldene Raum. Den bewahren wir uns auf für später. Bodendorn. Nee, Ausrottungssphäre führt zur Loslösung sämtlicher Parasiten. Finde ich nicht gut. Aber hier, pulsierende Masse. Das An- oder Ablegen von Parasiten verbessert deine Wertheit. Das war gut. Aber hier, guck mal, wir könnten noch ein Artefakt dran batzen, aber das ist dann jetzt erstmal gut. Okay, wir können natürlich auch einfach auf die Artefakte des größeren Shops verzichten und zum Beispiel hier an der Stelle weitere Artefakte dran pappen. Erhöht. Was war das jetzt? Effizienz von 's? Ich will es nochmal wissen. Erhöht die positiven Effekte von Parasiten. Okay. Und gut, dass wir uns nochmal umgedreht haben. Denn hier liegt Harz und das erhöht unsere Anzug Unversehrtheit. Das ist doch was. Ja, und hier sind noch lila Blubbels. Bevor ich mich jetzt zu sehr in meine Ballerwut reinsteigere. Ein Kontrollblick auf die Aufnahme. Sie läuft. Gut. Meine Herren. Ich brauche einen zweiten Monitor. Ich schalte hier immer auf einem Bildschirm schalte ich immer hin und her zwischen Monitoransicht der Aufnahme und Spielbildschirm der PlayStation. Ich brauche zumindest irgendwie einen kleinen Kontrollmonitor oder sowas. So, nicht vergessen, wir haben da einen goldenen Raum und den Fabrikator mit den Artefakten, derer wir uns später bedienen können. So, jetzt hatten wir hier Gegner getriggert. Ach, guck mal. Und da unten die Truhe. Wollen wir uns natürlich auch noch holen. Wenn es denn irgend möglich ist, aber ich glaube, das ist nicht der Weg. Hin und her und hoch und runter. Jetzt haben wir sie. 2. Und das Geschütz.
Oh. Puh. Da waren ja noch zwei. Die Distanz, auf die die Waffen hier teilweise schießen, finde ich super gut. Oh, das war knapp. Energiemanipulator. Der Einsatz von Verbrauchsgütern erhöht kurz den Schutz um 15%. Das kann hilfreich sein, wenn man denkt, wenn man dran denkt, dass man vielleicht während des Bosskampfs irgendwie was einsetzen möchte. Jetzt muss ich einmal kurz schauen. Hier waren wir dann soweit am Ende. Und ich kann wieder zurück. Und hier geht's zurück. Aha. Großes Herz, also zwei Slots voll unten links. Ja, so, wir haben jetzt 249 Obolit. Für ein Anzug-Upgrade würde das schon reichen. Artefakt. Nee. Ein Obolit fehlt. Mit 250 macht's Sinn. Da oben gehe ich. Geht's noch nicht hin. Aber hier. Ein Teleporter nach dem anderen. Interessant. Mhm. Auch interessant. Wo es sonst normalerweise den Fortschritt gibt, ist hier nur der dreieckige Raum. Naja. Aber dahinter verbirgt sich nichts. Ist das wieder wie beim letzten Mal, als wir hier waren, dass da unten was versteckt ist? Jawohl. Der Blubbelraum. Schädliches Harz. Wahrscheinlichkeit einer Fehlfunktion ist hoch. Aber ich mach's mal. Yes. Das war gut. Glück gehabt. Schädliches Harz, nochmal. Du erleidest Schaden durch Überladung. Sammle Obolit 200. Da wir sowieso Obolit sammeln wollen, wie bescheuert, müssen wir uns jetzt nur kurzweilig Überladung abgewöhnen. Okay. So. Erhöht deutlich die maximale Unversehrtheit. Altfeuerabklingzeit um 5 Sekunden erhöht. Das ist nicht mein Geschmack. Erhöht deutlich die maximale Tiefe, Stürze, Schaden dir. Das schon eher, weil ich sowieso vor tiefen Stürzen immer noch kurz den Schub abgebe, damit ich keinen Schaden nehme. Und das nehmen wir auch mit. Widerstanden. Hey, klasse. So. Der Parasit war doof. Nee. Kennen wir den überhaupt? Verringert die Wahrscheinlichkeit von Fehlfunktionen, erhöht aber auch die Nahkampfabklingzeit und Schubabklingzeit. Nein.
Verringert den Schutz um 10%, verringert aber auch die Wahrscheinlichkeit. Nein. Wir sind gut genug ausgestattet und... So viel dazu. Oh, ich mache ja immer meinen Schub, wenn ich einen tiefen Fall habe, aber damit habe ich jetzt auch gar nicht gerechnet. Shit. Gut, okay. Damit sind wir auch dann, glaube ich, hier bei dem Abzweig durch. Ne, sind wir nicht. Da geht's nämlich jetzt weiter. So, jetzt sind wir durch. Wir haben alles erkundet. Ich darf jetzt nicht so viel überladen. Eigentlich gar nicht. Geht es zu Frike, dem ersten Boss. Ah! Wenn man nicht genau in die Richtung guckt. Also die mit dem Nahkampf muss man aufpassen, weil sie nicht in die Richtung Kamera schlägt, sondern in die Richtung ihres eigenen Blickes. Da, schon wieder. Mist, okay. Vorsichtig. Vorsichtig, jetzt aber. Gut. Die Fiole passt genau. Sprungexplosion, Sprungexplosion. Dann nehme ich gerne Höhlensucher mit Horizontalbarriere. Aber Bonusschaden ist weniger. Deswegen bleiben wir erstmal bei der Sache hier. So, umschauen. Da oben möchten wir hin. Dachte ich so. Aber denkste. Da würde ich gerne hin, aber... Nope. Das da wollte ich. Genau, das habe ich auf der Map gesehen. Und die Falltür. Ah, jetzt denke ich natürlich nicht an die tiefen Stürze. Und an den Unversehrtheit, an die Überladung auch nicht. Scheiße. Das macht mir gerade viel kaputt hier. Aber alles gut. Unbedingt Obolit sammeln. Und mehr Bodendorn, das ist ja nicht verkehrt. Das ist vom... In der ersten Begegnung noch hier die Waffe. Genau, der Höhlensucher Level 1. Aber hier, Höhlensucher Level 5. Leere Strahl, Bonusschaden und der neue Perk. Schrapnell. Geschosse können bei Aufprall zersplittern. Level 5. Geil. Los und weiter. Fühlte sich gerade an, als wären da Gegner gespawnt, aber
Ist wohl nicht so. Dann weiter, weiter, weiter. Auch noch 69 Obolit. Um die Fehlfunktion loszuwerden, die mir auf die Nerven geht. Aber das dürfte gleich soweit sein. So, den ersten der zwei oder drei Bosse in diesem Raum. Wie viele sind's? Jetzt hatte ich Glück. Es sind drei. Shit. Weg hier. Habe ich ihn. Ich habe ihn. Schnell, Oboli. Gut. Es fehlen noch 13 Oboli. Die Waffe, die er fallen gelassen hat, ist schwächer. Aber er hat einen Sucherschwarm, ne? Viel zu selten gibt es den in meinen Augen. Kalibrator ist gut. Silphium ist auch gut an der Stelle. Rechts oben kommen wir und diese Türen interessieren uns natürlich. Ja, das ist gut. Also in Teilen. Da geht's nicht weiter, das ist schade. Aber hier. Ah. Ja, Leute, nein. Ich brauche... erhöht den Waffenschaden um 10%. Erhöht Reparatureffizienz um 25% Waffenschaden. Das möchte ich. Dann kann es weitergehen. Jetzt fehlt natürlich der Schlüssel. Das ist schade. Und da unten... nicht lang, da fehlt der Schlüssel. Schade. Aber dort ist noch was, das wir uns holen sollten. Silphium immerhin, ne? Da hinten ist noch eine Tür. Im Archiv und da sind Truhen und da drin finden wir Waffen. Eine Handfeuerwaffe Level 4? Nein. Sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Nein. Der Parasit, was macht er? Verringert die Leistung um 15% und erhöht aber die Reparatureffizienz. Nee, das muss nicht sein. Das probiere ich allerdings. Stürze bewirken Schaden. Machen sie sowieso schon. Karabiner Level 5. Nein. Das war also absoluter Quatsch. Ich muss mir angewöhnen, erst den unten, den Behälter unten aufzumachen. Und dann diesen hier. Ich hätte... Ich hätte die Fehlfunktion sofort los sein können.
Hätte ich es andersrum gemacht. Weiter. Und da ist der rettende Behälter. Wenn jetzt nicht Gegner kommen. Keine Gegner. Doch, da. Juhu. Schrapnell ist freigeschaltet. Das ist richtig gut. Oh, wo liegt? Da ist doch noch ein Gegner gespawnt. Manchmal verstecken die sich auch irgendwie in diesen Statuen. Interessanterweise. Okay, ich mache jetzt nicht jede einzelne dieser Statuen kaputt. Der Karabiner war nix. So, dann können wir jetzt Folgendes tun. Der goldene Raum. Der goldene Raum. Der Boss. Noch weitere Upgrades. Ich nehme den goldenen Raum. Okay, aber ich muss zu diesem Teleporter. War der? Verlaufen. Da unten. Es geht dort lang? Nein. Die Tür hinter mir und dann rechts halten. Noch richtig. Yes, hier links geht's lang. So, festhalten. Auf euch alle. Davon habe ich 4 Stück, jetzt noch 3.
sehr. Da. Jetzt hole ich ihn mir. Gut. Und die letzte Welle. Die schwerste. Direkt auf die Fresse gekriegt. Mist. Was tue ich hier? Das ist nicht zu fassen. Flucht, Flucht, Flucht. Irgendwo Gesundheit. Und irgendwie überstehen. Keine Gesundheit mehr da. Scheiße. Nein! Ah, ich bin so stolz gestartet in den Run. Und war hier unaufmerksam. Schade. Okay, ich hätte es gern geschafft, mich gut vorzubereiten auf Biom Nummer 2. Es hat nicht sollen sein. Ich denke, für den Moment reicht es das. Danke für eure Begleitung. Wir sehen uns. Bis bald.